Nach dem Maifest geht's weiter zum Maibaumaufstellen nach Oeynhausen. Normal haben wir immer einen Maibaum überall gekriegt, aber heuer war das sehr schwer, dass wir ihn gekriegt haben. Wir haben ihn immer von Ebereichstraf geholt oder von Heiligenkreuz, aber heuer haben wir keinen gekriegt von da hinten. Von Städten, in Triberswinkel habe ich auch einen angefragt, habe ich auch keinen gekriegt. Jetzt hat uns dann in Neuenhausen hat dann einer ein Haus gekauft und der hat einen großen Föhren drinstehen gehabt und die hat uns gegeben, dann hat er gespendet. Aber was heuer wichtig ist, dass die Kindergartenkinder haben heuer den Grauensaft gemacht. Also das ist ganz was Neues in Neuenhausen. Das war überhaupt noch nie da in Neuenhausen und das freut mich ganz besonders. Wie hat sich das denn ergeben, dass die Kindergartenkinder da mitgeholfen haben? Ja, wir haben den Kindergarten heuer frisch aufgemacht in Neuenhausen und die Tante hat gesagt, sie machen das früher auch immer gemacht und mir das auch übernehmen. Ne? Dann habe ich gesagt, ist doch ganz klar, dass wir das übernehmen im Gesellschaftsclub. Weil wir dann ja, wenn wir Nikolaus haben, kriegen sie auch von uns das Sackerl und hat gesagt, für das wollen sie uns auch was machen. Und darum haben sie dann ganz gemacht. Aber einmalig kann man sagen. Wie kommt das denn bei den Kindern an? Jetzt sind sie wahrscheinlich sehr stolz darauf, oder? Die Kinder sind sehr stolz darauf. Wenn sie jetzt rausschauen vom Kindergarten und sehen, ihre Dinge, was sie aufgehängt haben, im Kranz was gemacht haben. Also einmalig. Also für mich ist das einmalig. Und da in Hausner dann auch, denen gefällt das auch. Also war super und brav. Danke an die Kinder. Was bedeutet Ihnen persönlich der Maibaum? Ja, der Maibaum, der bedeutet viel. Das ist also Tag der Arbeit, nicht? Also da sind wir froh. Dass wir. Wie werden Sie das restliche Fest noch verbringen? Ja, es wird sicher zwei in der Früh, bis wir heimgehen. Und am müssen da bleiben, die müssen am Maibaum wachen, bis in der Früh, bis wir dann wieder herkommen. Wenn wir herkommen, wegräumen, gehen die anderen heim, die was ganze Nacht aufpassen am Maibaum.